Was? Magst du auch mal? Ja, natürlich. Muss ich auch. Aus Hörsching. Ich werde Sie heute durch diesen Festtag als Moderator begleiten. Zur heutigen Angelobung werden 88 Grundbediener des Einrichtungstermins September 2018 antreten. Diese Anzahl setzt sich zusammen aus 38 Grundbedienern der Lehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 aus Freistadt sowie 50 Grundbediener der 2. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 aus Wels. Das Panzerstabsbataillon 4, welches für die heutige Durchführung dieser Veranstaltung verantwortlich ist, ist wiederum ein Verband der 4. Panzergrenadierbrigade mit Sitz in Hörsching. Der Kommandant der ausgerückten Truppe wird Major Gottfried Kerschbaumeier sein. Für den musikalischen Rahmen, man hört es bereits im Hintergrund, sorgt die Militärmusik Oberösterreich unter der Leitung von Musikmeister Vizeleutnant Josef Strasser. Der Ehrenzug wird durch die Soldaten der ABC Abwehrkompanie und der Werkstattkompanie des Panzerstabsbataillons 4 aus Hörsching gestellt werden. Als militärisch Höchstanwesenden dürfen wir heute den Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, der Oberst des Generalstabsdienstes, Magister Stefan Fuchs, begrüßen. Der weitere Ablauf sieht wie folgt aus. In Kürze wird die Truppe aus dieser Richtung kommend am Ortsplatz hier in Grenkbach einmarschieren. In der Reihenfolge Militärmusik, Ehrenzug und Anzug gelobende Grundbediener. Im ersten Block der Anzug gelobenden Grundbediener sind die Soldaten der Lehrkompanie aus Freistadt und im zweiten Block die Soldaten des Panzerbataillons 14 aus Wels. Aber hinten. Den Abschluss der gesamten Formation bildet der Fahnentrupp des Hessenbunds aus Wels, bereits angetreten unter Sie der Sicht. Listen!
Kommandanten, Ausländer, ausrichten! Das heißt, Kreis da ganz Uhren stehen. Das ist ja sehr richtig. Das wollen vielleicht andere auch. Nein, ich bleibe hin. Hallo, hallo. Ja. Das ist rücksichtsvoll. Aber das geht doch nicht. Das Ganze ab, ab. Das Ganze auf. Die ausrückende Truppe ist nun hier am Ortsplatz in Hengbach eingetreten. Nochmals für alle zur Orientierung. Links von mir beginnt die Militärmusik Oberösterreich unter der Leitung von Musikmeister Vizehörer Josef Strasser. Und in der Front zu den Gästen beginnt der Ehrenzug, gestellt durch ABC Abwehrkompanie und Werkstattkompanie des Panzerstabsbataillons 4 aus Hörsching. Danach der Block der Wehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 aus Freistadt. Daran anschließend der Block der 2. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 aus Hels. Und den Abschluss bildet der Fahnentrupp des Hessenbunds Hels. Es erfolgt nun die Übernahme der Standarte des Panzerstabsbataillons 4. Das Ganze ab, ab! Ehrenzug, präsentiert! Zur Übernahme der Standarte, das Ganze rechts, schott! In weiterer Folge wird um 18 Uhr die Meldung an den militärisch Höchstanwesenden erfolgen. Zuvor jedoch noch einige Informationen zu den Soldaten, die heute hier angetreten sind. Die Truppendiener des Endungstermins September 2018 sind am 3. September eingerückt. Einerseits in der Garnison Freistadt, andererseits in der Garnison Wels. Viele von ihnen haben noch am nun eine vierwöchige Basisausbildung abgeschlossen und werden beginnend mit der nächsten Woche in den verschiedensten Funktionen
sich wiederfinden. Der Großteil dieser Bombardiner stammt aus dem Raum Niederösterreich. Alle anderen sind aus Oberösterreich, manche aus Salzburg. Und auch hier in Oberösterreich werden sie auf so ziemlich alle Garnisonen, die es gibt, aufgeteilt werden und in den verschiedensten Funktionen, wenn das jetzt als Krafter, als Betreuungshelfer, als Gehilfen, eingeteilt werden. Das Ganze. Ab, ab! Ehrenzug. Präsentiert! Zur Meldung an den Brigadekommandanten. Das Ganze. Weg! Stopp! Das Ganze. Ab, ab! Ehrenzug. Gewehr, ab! Das Ganze. Auf!
Es erfolgt nun die Flaggparade. Die Todesflagge wird von zwei Soldaten des Panzerstabs 4 hereingetragen werden. Sie werden unterstützt von 4 Angehörigen des Jungbundkreuzes Rheinbach. Das Ganze ab, ab! Ehrenzug, Pressen, 4! Flaggenträger, vortreten! Flagge hissen. Zur Flaggenparade. Das Ganze. Rechts. Schott. Hochgeehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Oberst, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Moderator der heutigen Veranstaltung möchte ich nun eine Reihe von Ehrengästen begrüßen. An der Spitze begrüße ich unseren Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer. Als militärisch Höchstanwesenden darf ich den Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, Herrn Oberst des Generalstabsdienstes, Magister Stefan Fuchs, bei uns willkommen heißen. In Vertretung der beiden Landesräte Steinkeller und Rot-Gorschek begrüße ich Herrn Landtagsabgeordneten Michael Gruber. Danke für Ihren Besuch, darf ich auch den beiden Landtagsabgeordneten Frau Magister Silke Lackner und Frau Roswitha Bauer aussprechen. In Vertretung der Frau Bezirkshauptmann darf ich heute Frau Dr. Aumeier-Weizelmeier herzlich begrüßen. Ein Mann, der eine Beziehung zum Ort Rheinbach natürlich hat, sehr auch herzlich willkommen, der Präsident des Oberösterreichischen Roten Kreuzes, Dr. Walter Eichinger. Schließlich darf ich auch besonders begrüßen den Gastgeber der heutigen Veranstaltung, den Bürgermeister der Gemeinde Kringelbach, Herr Manfred Zeismann. Seitens des Bundesheeres sind auch viele Vertreter heute hier anwesend. Als allererstes möchte ich einen begrüßen, der in zweierlei Funktion hier ist. Einerseits als Gast, andererseits als Vater eines hier anzugenommenen Rekruten. Aus dem Kabinett des Herrn Bundesministers darf ich herzlich begrüßen Herrn Oberst des Intendanzdienstes, Magister Dietmar Huber. Weiters darf ich willkommen heißen den Kommandant des Panzerstabsbataillons 4 aus Hörsching, Herrn Major Wolfgang Heindl,
sowie in Vertretung des Kommandanten des Panzerbataillons 14 aus Wels, Herrn Major Johannes Hummer. Ein herzlicher Gruß geht auch dem Kommando-Unteroffizier sowie dem höchstrangigen Unteroffizier der 4. Panzergrenadierbrigade, Herrn Vizeleutnant Franz Peer. Seelischen Beistand dürfen wir von den heute anwesenden Geistlichen erwarten, nämlich von Herrn Militäroberkurat, Diplom-Ingenieur Magister Johannes Ruppertsberger und Herrn Militärkaplan Magister Hannes Eipeltauer. Ein herzliches Grüß auf. Es freut uns auch, dass seitens der Personalvertretung einige Vertreter heute unsere Gäste sein dürfen. Begrüßen darf ich den Vorsitzenden des Dienststellenausschusses beim Panzerbataillon 14 in Wels, Herrn Vizeleutnant Karl Lindenbauer, sowie den Vorsitzenden des Dienststellenausschusses bei der Heeresmunitionsanstalt Stadl Haurer, Herrn Fachoberinspektor Konrad Resch. Besonderen Dank darf ich für Ihr Kommen, darf ich folgenden Herren aussprechen. Dem Präsidenten der österreichischen Unteroffiziersgesellschaft, Vizeleutnant Paul Kellermeier, und dem Präsidenten des oberösterreichischen Kameradschaftsbundes, Vizeleutnant im Ruhestand, Johann Buchner. Herzlich willkommen heißen darf ich weiters als Vertreter aus dem Bezirk Wels-Land den Katastrophenschutzreferenten der BH Wels-Land, Herrn Hofrat-Magister Johann Giebitz, in Vertretung des Bezirkspolizeikommandanten, Herrn Chefinspektor Josef Schallmeiner, und den Bezirksfeuerwehrkommandanten, Herrn Oberbrandrat Johann Gastolmeier. Auch unsere Traditionsverbände sind heute mit einer Abordnung vertreten. Ich begrüße daher den Obmann des Hessenbundes, Herrn Oberst außerdings Wolfgang Wieser, und seine bereits hier angetretene Abordnung des Bahnentrupps des Hessenbundes. Nun aber zu Ihnen, werte Kommandierer, Sie stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Sie dürfen hier heute den Treueeid auf die Republik Österreich leisten. Ihnen und Ihren zahlreich erschienenen Angehörigen gebührt ein abschließender kräftiger Applaus. Ich darf nun das Wort weiterreichen an den Gastgeber, Herrn Bürgermeister Manfred Zeisser. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Oberst Fuchs, sehr geehrte Herren und Festgäste, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Offiziere und Soldaten, sehr geehrte Angehörige und vor allem geschätzte Rekruten. Für die Gemeinde Grenelbach ist es eine Ehre und wir freuen uns hier und heute, diese Angelobung des Panzerstabsbataillon 4 unter Kommandant Major Magister Wolfgang Heinz durchführen zu dürfen. Die bereits stattgefundene Leistungsschau bildet sicherlich einen sehr ehrwürdigen Rahmen für diese Angelobung. Mit der österreichischen Bundeswehr verfügt unsere Heimat über ein bewährtes Instrument, um unsere staatliche Souveränität und unsere Werte zu schätzen und notfalls auch zu verteidigen. In unzähligen Einsätzen hat das österreichische Bundeswehr seit mehr als 60 Jahren dies mit hoher Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Ob beim Schutz unserer Grenzen oder im Zuge von Hilfsmaßnahmen nach Naturkatastrophen wie Lawinen, Hochwasser oder Sturmschäden. Unsere Bevölkerung kann sich auf ihr Bundesheer verlassen. Es bietet dort Schutz und Hilfe, wo andere nicht mehr helfen können. Seit vielen Jahrzehnten beweisen österreichische Offiziere und Soldaten auch bei den Einsätzen im Ausland ihre Professionalität, was den guten Ruf des österreichischen Bundesheers gefestigt hat. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnte man von gezielten
geplanten Reformen in einer wesentlichen Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen der Österreich und Bundeswehr höher, welche sicherlich dazu beitragen werden, die Leistung des österreichischen Bundesheeres noch weiter zu steigern. In 4 Wochen feiern wir den österreichischen Nationalfeiertag, der uns daran erinnert, dass am 26. Oktober 1955 mit dem Beschluss des Verfassungsgesetzes über die österreichische Neutralität unserer Republik nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und der darauffolgenden Verfassungszeit ihre volle Souveränität wieder erlangt hat. Das Versprechen, mein Vaterland unter der Republik Österreich und sein Volk zu schützen, hat neue Qualität bekommen und ist gerade jetzt relevanter als je. Die Ereignisse innerhalb und auch an den Grenzen Europas haben den Einsatz des österreichischen Bundesheeres wieder wirklich notwendig gemacht und ich danke den Anzugsgruppen für ihre Entscheidung, den Präsenzdienst beim österreichischen Bundesheer anzutreten. Geschätzte Rekruten, die Sie heutige Belügnis als Soldaten der Republik Österreich ablegen werden. Sie tun dies in einer Gewissheit, in einem Heer zu dienen, welches sich Werten wie Verantwortung, Schutz der Demokratie, Achtung der Menschenrechte sowie Frieden und Solidarität verschrieben hat. Ich wünsche Ihnen für die Zeit Ihres Wehrdienstes gute Kameradschaft, eine gute Ausbildung, die Ihnen eventuell auch auf Ihrem weiteren Lebensweg Hilfe sehen kann und verständnisvolle Ausbildung. Abschließend darf ich mich für die gute Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Angelobung, bei der Verantwortung des Bundesheeres, unserer Freiwilligen Feuerwehr, der Ortsgruppe des Jugendhausleiters und bei den Gemeindebeamten sehr herzlich bedanken. Nach einem festlichen Choral werden in weiterer Folge die Worte der Militärgeistlichkeit ergeben, nämlich durch den katholischen Militärpfarrer Johannes Ruppensberger und den evangelischen Militärkaplan Christianes Heidelberg. Werte Ehrengäste, werte Angehörige und vor allem werte Kameraden. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. So heißt es in einem Sprichwort. Ein wenig ausgeweitet könnte man sagen, wenn zwei das Gleiche wollen, wollen sie noch lange nicht dasselbe. Wir leben in Österreich seit langer Zeit im Frieden. Dass dieser Frieden auch bleiben kann, trotz aller Gefährdungen, dafür stehen hier, stehen Sie, die Soldatinnen und Soldaten des österreichischen Bundesheeres. Doch wie dieser Frieden im Einzelnen erhalten werden soll, dazu gibt es unterschiedliche Ideen. Besonders auffällig in letzter Zeit, also mir ist es zumindest aufgefallen, auch unterschiedliche politische und ideologisch gefärbte Wege und Möglichkeiten. Ich komme aus Enns und dort ist gerade ein Teil der Landesausstellung über die Römische Legion. Die Römische Legion war ein Garant für den römischen Frieden. Der Frieden hieß damals bei den Römern, alle tun, was einige wenige aus Rom bestimmen.
Und wenn jemand etwas anderes will, dann sagen wir schon dafür, dass er wieder gleichgeschaltet wird. Oder weg. Zu diesem römischen Frieden sagt Jesus, den lasse ich. Das, was ihr Menschen macht, das, was ihr Menschen aufbaut, das, was ihr als Frieden erarbeitet, erkämpft habt, das lasse ich euch. Das, was wir Menschen uns so mühselig erbauen, diesen Frieden, den wir manchmal auch mit Waffen schützen müssen, den ihr bereit seid zu verteidigen, der es wert ist, dafür einzustehen, dafür auch einiges an oft einartigen Dingen zu tun. Und meinen Frieden, sagt Jesus, gebe ich euch. Der Friede von Jesus Christus, der es uns ermöglicht, aufeinander offen zuzugehen. Der es uns ermöglicht, miteinander zu leben, ohne Angst, ohne Sorge, aufeinander zu hören, einander wahrzunehmen, den eigenen Weg durch das Leben zu gehen. Der soll euch begleiten an jedem eurer Tage. Wollen wir beten? Allmächtig liebender Gott, durch die Menschwerdung und das irdische Wirken Jesu Christi, hast du uns gezeigt, dass du alle Menschen liebst. Du hast uns den Frieden als Gabe und Aufgabe geschenkt. Segne alle Soldaten, die hier angetreten sind. Segne, wir wirken gegen alle ihre Angehörigen. Sende deinen Engel, wo es Not tut. Bewahre uns, dass wir das Ziel, das ewige Ziel erreichen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir segnen euch, deine Angehörigen, deine Mächte, liebe Gott, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das Hansa-Staatsbataillon 4, welches ja heute für die Ausrichtung dieser Veranstaltung verantwortlich ist, ist ein Verband mit 7 Einheiten, mit 7 Kompanien, die alle unterschiedliche Aufgaben haben. Trotzdem sind wir eine Einheit in der Vielfalt. Und hierfür wird ein eigenes Musikstück komponiert, das ihr nun hören dürfen, In Pluribus Uno. Ich suche nunmehr Herrn Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer für seine Ansprache. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der politischen Vertretung in Bund, Land und Gemeinde, liebe Verantwortungsträger und Angehörige des Bundesheeres mit dem Oberst des Generalstaatsdienstes Magister Fuchs an der Spitze, vor allem aber liebe Grundwehrdiener, Ihre Angelobung und damit auch Ihr Militärdienst fällt in ein sehr besonderes Jahr. Unsere Republik Österreich, auch unser Heimatbundesland Oberösterreich, denkt heuer an seine 100-jährige Gründung.
und auch wenn die 100 Jahre kein stetes nach vorne entwickeln waren, auch wenn da durchaus Jahre und Zeiten dabei waren, auf die wir ganz und gar nicht stolz sind, die manche und viele wahrscheinlich am liebsten ausblenden würden, derer wir aber trotzdem auch gedenken und die Erinnerung und die Lehren daraus wir trotzdem wachhalten, dann kann man, glaube ich, sagen, so wie wir 2018 leben können, in freier Eigenverantwortung, in hohem Wohlstand und in Frieden, das ist weder mit 1918 vergleichbar, noch ist es mit dem Leben an vielen Orten unserer Welt vergleichbar. Und aus dieser guten Situation und aus der Geschichte unseres Landes kann es daher eigentlich nur einen Auftrag geben. Alles zu tun, dass wir dieses Leben in Wohlstand, Frieden und Sicherheit in die nächsten Jahrzehnte hinein gestalten und sichern. Und da ist die Frage, an wen richtet sich so ein Auftrag? An den Staat, würde man natürlich als erstes sagen. Nur der Staat in unserer demokratischen Verfasstheit, das sind in allem, was wir wollen und in allem, was wir uns vornehmen, letztendlich immer wir selber. In verschiedenen Rollen. Als Wähler, Wählerinnen, als Steuerzahler oder aber, indem einige von uns direkt Aufgaben in der Gesellschaft, in den Gemeinden, im Land, im Bund oder für Institutionen unserer Republik übernehmen. Und Sie, sehr geehrte Rekruten, haben sich dafür entschieden und entschlossen, für eine gewisse Zeit Ihre Persönlichkeit und einen Teil Ihrer Lebenszeit dem Staat und einer ganz wichtigen Institution unseres Staates, dem österreichischen Bundesheer, zur Verfügung zu stellen, das für Frieden, für Ordnung und für Sicherheit in unserem Land eine große Verantwortung trägt. Und für diese Entscheidung danken wir Ihnen sehr und ich möchte Ihnen auch im Namen des Landes dafür einen großen Respekt ausdrücken. Das Bundesheer, sehr geehrte Damen und Herren, ist in unserer Bevölkerung, in unserem Land tief verankert und auch hoch geachtet, weil es immer dann auch zur Stelle ist, wenn es rasch zu handeln gilt und wenn unsichere Situationen, die es auch in unserem Land gibt, durch Katastrophen oder durch weltpolitische Ereignisse, wenn es gilt, dafür einzustehen. Und dafür hat sich das Bundesheer und dafür haben sich vor allem alle Damen und Herren, die im Bundesheer Dienst tun, auch verdient, dass wir nicht nur bei den schönen Reden, die wir bei Anlässen wie den Angelobungen halten, hinter ihnen stehen, sondern dass der Staat, wir alle, für sie auch in dem Sinn Verantwortung übernehmen, dass das Bundesheer eine Ausstattung erhält und dass Ausbildung zur Verfügung steht, die diesen Namen auch gerecht werden und die der Aufgabe, die sie alle übernehmen, auch gerecht werden. Das ist ein Dauerauftrag und eine Daueraufgabe, die wir für sie und für das österreichische Bundesheer auch haben und wahrnehmen müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ein schöner Anlass, auch ein Anlass, dass wir das Miteinander in unserem Land und in unserem Staat zum Ausdruck bringen. Ich möchte daher auch allen danken, die als Angehörige oder als Fanclubs der Rekruten heute mitgekommen sind und damit auch zum Ausdruck bringen, dass diese Aufgabe für uns übernommen wird und dass wir das auch wertzuschätzen wissen. Ihnen, sehr geehrte Grundwehrdiener, wünsche ich in den Monaten beim Bundesheer eine gute, eine erfüllte Zeit, eine Zeit der Gemeinschaft und dass Sie diese Zeit vor allem auch persönlich, gesund und sicher verbringen und gestalten können. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Dienst, danke dafür und bitte Sie um einen guten Einsatz für unser schönes Heimatland und für unsere Republik Österreich. Ich ersuche nun den Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, ein oberstes Generalstabsdienstes, Magister Stefan Fuchs, um seine Worte. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Fest- und Ehrgäste, vor allem aber junge Soldaten und Angehörige. Eine Angelobung von jungen Staatsbürgern zum Dienst im österreichischen Bundesheer. Es ist immer ein besonderer Akt und verdient sich auch dementsprechende Anerkennung und einen würdigen Rahmen. Daher möchte ich mich zu Beginn Ihnen allen geschätzte Gäste, vor allem aber auch vielen Herrn Landeshauptmann, für Ihre Teilnahme an diesem besonderen Festakt heute bedanken.
Ich betrachte dies als besondere Wertschätzung unseren jungen Soldaten gegenüber. Ich bin überzeugt, dass sie sich diese Wertschätzung auch verdient haben. Herr Bürgermeister, auch Ihnen einen besonderen Dank für die Gastfreundschaft, für den würdigen Rahmen und für die Unterstützung der Gemeinde Krengelbach, insbesondere die Einbindung der Jugend, der Vereine Ihrer Gemeinde an der Angelung unterstreicht aus meiner Sicht sehr schön den Gedanken des Dienstes an der Gemeinschaft, zu dem sich hier auch das Bundesheer sehr besonders verpflichtet fühlt. Herr Kloten, Sie alle haben sich zur Ableistung des Wehrdienstes entschlossen und erfüllen somit eine verantwortungsvolle, zutiefst notwendige und gesetzlich verankerte Staatsbürgerpflicht. Nämlich eine kurze Zeit der Republik Österreich und unserem Vaterland uneigennützig zu dienen. Für diese Bereitschaft möchte ich mich bei Ihnen, aber auch bei den Angehörigen sehr herzlich bedanken. Ihre Beitragsleistung, egal welcher Art, ist für unsere Aufgabenerfüllung unverzichtbar. Sie sind seit dem Tag Ihres Einrückens ein wichtiger Teil der Organisation. Ihren Dienst werden Sie in vielfältigen Funktionen leisten. Es wäre der Abschluss Ihrer Basisausbildung an verschiedenen Stellen und Einrichtungen des Bundesheeresdienstes sein. Und glauben Sie mir, jede Funktion, auch wenn diese nicht unmittelbar bei der kämpfenden Gruppe ist, ist gleich wichtig und sinnvoll für die Gesamtorganisation Bundesheer. In den nächsten Wochen und Monaten werden Sie weiter ausgebildet und in verschiedenen Funktionen eingesetzt werden. Und nicht jeder Teil davon wird Ihnen gefallen. Der Dienst an der Gemeinschaft und Pflichterfüllung auch immer individuelle Einschränkungen und Härten bedeuten. Durch diesen Dienst bzw. diese Pflichterfüllung nehmen Sie aktiv Verantwortung für andere Menschen dar. Durch Ihre Bereitschaft zum Schutz der Republik und der Bevölkerung beizutragen, erfüllen Sie alle eine wesentliche Rolle im Solidaritätsgefüge Österreichs. Und darüber hinaus werden Sie selbst wertvolle Erfahrungen in fachlicher, aber auch in sozialer Hinsicht machen, von denen Sie noch lange zehren können, auch wenn Ihnen das vielleicht erst später bewusst werden wird. Geschätzte Damen und Herren, das Bundesheer ist ein unverzichtbares Mittel der Republik zur Gewährleistung des Schutzes von Staat und Bevölkerung. Durch verschiedenste Einsätze in Österreich und im Ausland beweist sich das Bundesheer auch täglich und rund um die Uhr. Die Schutzleistung, die durch das Bundesheer erbracht wird, geht dabei weit über die für allen sichtbaren und notwendigen Hilfeleistungen der Katastrophenfälle hinaus. In letzter Konsequenz, und das ist das Wesen von Militär, müssen Soldaten für ihre Bevölkerung kämpfen und bestehen können. Die Grundlage dafür ist das ständige Üben und Ausbilden. Das Vorbereiten auf den extremsten Einsatzfall bereits im Frieden. Hätten wir das nicht, dann würden wir unseren Zweck nicht erfüllen. Darüber hinaus verlangt diese Aufgabe auch Mittel. Und als verantwortlicher Kommandant über viele Soldatinnen und Soldaten ersuche ich hier auch weiterhin um Verständnis für diese unsere Kernaufgabe und Unterstützung aus der Bevölkerung und Politik heraus, der Bundesheer die Erfüllung eben dieser Kernaufgabe auch zu ermöglichen. Das Bundesheer sollte, und davon bin ich überzeugt, notwendiger denn je und auch in der Bevölkerung akzeptiert und wertgeschätzt wie schon lange nicht. Rekruten, Kameraden, Sie sind Teil dieses Bundesheeres. Seien Sie stolz darauf, Ihre Uniform zu tragen. Seien Sie stolz darauf, gemeinsam mit Ihren Kameraden sowie den Berufs- und Verliebtsoldaten maßgeblich zum Schutz und zum Wohl Österreichs mitwirken zu können. Seien Sie sich dabei immer bewusst, dass Sie durch Ihren Schwur, Ihr Vaterland und sein Volk zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen, einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie durch Ihr Erscheinungsbild, durch Ihr Verhalten, durch Ihren Einsatz als Soldat diesem Stellenwert auch gerecht werden. Junge Soldaten, ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, die zu Recht stolz auf Sie sein können, alles Gute, vor allem aber Gesundheit und viel Soldatenglück. Es lebe die 4. Panzer-Kavallerie-Brigade, es lebe das österreichische Bundesheer. Danke. Erfolgt nun in weiterer Folge eine Festfanfare. Und daran anschließend kommen wir zum Höhepunkt des Festaktes, nämlich der eigentlichen Angelobung
der hier angetretenen Rekruten durch das Sprechen des Treuegelöbnisses. Einige auserwählte Kompaniediener dürfen Hilfe austreten und dieses Gelöbnis an der Standarte des Panzerstabsbataillons 4 sprechen. Es werden dies sein: Herr Rekrut Christoph Bronner aus Felixdorf, Herr Rekrut Patrick Nussdorfer aus Schlüsselberg, Herr Rekrut Markus Hackel aus Untereisenbach und Herr Rekrut Manuel Schrank aus Schlüsselberg. Rekruten, vortreten! Rekruten, zum Gewehr! Rekruten, sprechen Sie mir nach. Ich gelobe! Ich gelobe! Mein Vaterland! Mein Vaterland! Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Um sein Volk zu schützen. Um sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Treuen Gehorsam zu leisten. Treuen Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten, alle Befehle meiner Vorgesetzten, pünktlich und genau zu befolgen, pünktlich und genau zu befolgen, und mit allen meinen Kräften, und mit allen meinen Kräften, der Republik Österreich, der Republik Österreich, und dem österreichischen Volke, und dem österreichischen Volke, zu dienen, zu dienen. Eingeteilte Rekruten, eintreten! Standarte drauf, eintreten! Thank you.
Ganze auf! Es erfolgt nun die Landeshymne von Oberösterreich. Das Ganze ab! Ehre zu Brüssel! Zur Landeshymne. Das Ganze. Weg! Stopp! Wir nähern uns dem Ende des Angelobungsfestaktes. Der Kommandant der ausgerückten Truppe wird den Brigadekommandanten um weitere Befehle bitten und sodann wird die Umgruppierung der Militärmusik für den großen österreichischen Zapfenstreich erfolgen. Das Ganze ab! Ehre zu Brüssel! Zur Meldung! Das Ganze! Rechts! Stopp! Das Ganze ab! Ehre zu! Gewehr ab! Das Ganze auf! Musik umgruppieren! Und einige Informationen zum Zapfenstreich. Für jeden empfehlenden Teilnehmer und Zuhörer hat das Erlebnis des großen Zapfenstreiches das Besondere, das Einmalige in sich. Jeder Mensch fühlt sich gleichermaßen angesprochen und ist beeindruckt von der Würde, Größe und inneren Ruhe dieses feierlichen Zeremoniens. Der Name Zapfenstreich stammt aus der Zeit des 30-jährigen Krieges in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In den damaligen Feldlagern ging es manchmal ziemlich laut und lustig zu, damit zu gegebener Zeit im Lager am Abend die Ruhe einkehrte, wurde vom Lagerkommandanten ein Rumormeister eingeteilt. Dieser hatte den Auftrag, zu genau festgesetzter Stunde für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Als Zeichen seiner Würde trug dieser Mann einen Stock, mit dem er an den Zapfen des Weinfasses schlug.
Ab diesem Zeitpunkt war der Ausstand verboten. Diese Amtshandlung wurde Zapfenschlag oder Zapfenstreich genannt. In den ständigen Garnisonen der altösterreichischen Regimenter bildete sich der Brauch, dass eine Trommlergruppe durch die Straßen zog und mit diesen Schlagen des Zapfenstreiches den Soldaten die Heimkehr befahl. Später wurde statt der Trommlergruppe ein Signalhornbläser eingesetzt. Dieses Signal nannte man den kleinen Zapfenstreich. Die Entwicklung, die von der Signalmusik über die erste Stufe der Marschmusik zur heutigen konzertanten Blasmusik führt, hat der Zapfenstreich im gewissen Sinne mitgemacht, sodass heute wohl jede Nation ihren großen Zapfenstreich hat, der nur zu besonderen Anlässen gespielt wird. Der große österreichische Zapfenstreich, den Sie heute hören, beinhaltet traditionelle Melodien und historische österreichische Militärsignale, welche von den derzeit amtierenden Militärkapellmeistern zu einem großen, geschlossenen Tongemälde zusammengefasst wurden. Der erste Teil beinhaltet im Wesentlichen den historischen Marsch aus dem 17. Jahrhundert und das Signal Zapfenstreich, sowie die beiden Traditionsmärsche Prinz Eugen Marsch und Odo mein Österreich. Der zweite Teil bringt religiöse Melodien. Das niederländische Dankgebet, das Gebet vor der Schlacht und vor allem das Signal zum Gebet, welches vom Solotrompeter aus der Ferne geblasen wird und zu den schönsten dieser Art zählt. Der dritte und letzte Teil bringt das Signal Zapfenstreich, ebenfalls von einem Solotrompeter aus der Ferne geblasen. Eine kurze Überleitung lässt bereits das Thema der Bundeshymne erkennen, welche im Anschluss als Höhepunkt erklingt. Nach dem Abblasen sowie dem Abschlagen endet der große österreichische Zapfenstreich. Thank you.
Das Ganze. So. Antrag! Das Wegmaschine ist. Ehre zu. Pressen. Wir. Flagge niederholen. Ist das ein Feind, für Flaggenparade. Das Ganze. Rechts. Information für alle Gäste. Die Militärmusik Oberösterreich, wie sie sich heute hier präsentiert hat, besteht zu einem Großteil aus Kronverdienern, die selbst erst im August eingerückt sind und hier heute sicherlich einen tadellosen Auftritt dargeboten haben. Nochmals ein herzlicher Applaus für die Militärmusik. Wir sind somit am Ende der heutigen Veranstaltung angelangt. Nach dem Ausmarsch zurück Richtung dem Parkplatzgelände beim ehemaligen Spar sind die Kronverdiener noch mit einigen organisatorischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel der Waffenabgabe, gebunden. Ich ersuche daher alle Angehörigen, hier am Ortsplatz zu verweilen. Ihre Kronverdiener werden in wenigen Minuten dann zu Ihnen stoßen können. Sie können sich im Anschluss hier am Ortsplatz mit einem Eintopfgericht des Bundesheeres aus Wels und auch bei einigen Getränken stärken. Die Ehrengäste wiederum ersuche ich, auf Einladung des Bürgermeisters hier im Bereich des Vereinsheims zu verbleiben. Ich wünsche alle einen gemütlichen Ausgang an diesem schönen Abend hier in Krengelbach, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihren zahlreichen Besuch und wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das Ganze. Ab, halt!